Idiot. Alter, das ist schlecht fürs Rückgrat. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Seven Days to Die. Hi. Wenn wir hier mit der Aufgabe fertig sind, habe ich eine wunderschöne neue Überraschung. Ich freue mich, euch das gleich zeigen zu können, wenn wir hier fertig sind. Ich muss aufpassen, dass ich es euch nicht zeige. Ja. Ach, geil, ey. So. Oh, Säure. Ich habe jetzt so ein Rezept gefunden, dass man jetzt auch Säure finden kann, also öfter. Beziehungsweise so ein Buch habe ich jetzt gekauft von dem Händler da, weißt du? So, nach da oben hingeguckt. Nix da. Hallo? Gehen aber erst hier rein. Nee, die Idioten. Warten sie schon, weißt du? Aber wir sind cool und gehen hier rein. Was ist hier los? Boah, vielleicht das wäre geil. Jetzt noch eine Kettensäge. Ich würde ausflippen. Alter! 13 Stück! Und ich baue sie ganz stolz. Hier kriege ich 13 auf einen Schlag. Kann doch nicht wahr sein, ey. Bitte, bitte, bitte. Ach, schade. Das wäre es gewesen. Und hier oben? Hier ist nichts, oder? Nee. Gut, dann raus hier. So, ich bin da. Ihr könnt rauskommen. Oh, da kommt es ja schon. Ja, guck mal hier. Ich hab so Knüppel, Junge. Junge. Zack, aufs Erschild. Aufs Erschild. Da zuckst du danach, ne? Ja, weg den Mist. Ach, hier, dein Bruder. Komm raus da, lass die Tür ganz, Menschenskinder. Und einer auf den Dödel. Und noch einer. Zick. Das hat ein bisschen wehgetan, ne? Da ziehst du die Beine auch schon schnell zusammen. Tut mir leid. So. Ach nee, das brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Was haben wir hier so? Nix. Hier. Nehmen wir erstmal mit. Aber ich glaube, schmeißen wir eh wieder raus. So. Bleifamilie. Familie Blei ist das. Jetzt wissen wir es. So, rein hier. Da geht's aber schon raus, hä? Hier. So, gleich mal umtauschen, sehe ich gerade da unten. Mach ich gleich. Jo, hier geht's raus. Bleib da ruhig. Ja, manchmal, ne? Und hier? Verdorbenes Fleisch. Möchte ich nicht. Und ich möchte aber, dass du da bist und du da. So, mein Freund. Hallo. Warum hat der denn das gewählt jetzt aber? Ja, nehme ich mal mit, ne? Käffchen drin? Oh, gleich zwei Stück. Einen kannst du dir gönnen. Einmal einen guten Tag haben. So, brauche ich nicht. Könnte behalten. Ist hier drin? Ah, sehr schön. Lecker Schmecker. Kohle, kann da drin bleiben, ne? Was wollen wir damit? Das Knöchelchen auch. Hier habe ich gerade reingeguckt. Gehen wir hier rum. Oh, hier. Wo dann? Ach, guck mal an. Ey! Ich weiß gar nicht, wo ich hingehe. Da ist ja noch einer. Kommt er dann her? Er hängt am Tische fest, Freunde. Tio, Alter, das ist schlecht fürs Rückgrat. Oh Gott, guck mal. Was macht der? Guck mal, das ist schon wieder der. Das ist schon wieder der. Was machst du denn da immer? Alter Schwein, Alter. Was hast du jetzt davon? Also, sowas. Oh, hier geht's aber tief runter. Da geht's wohl weiter unterm Haus. Macht ja nichts. Wir gehen erstmal hoch. Bin mal gespannt, was unter der Bude ist hier, ne? Alter. Oh, das war so eine mit roten Augen. Haben wir aber Glück gehabt. Die Orangen hin. Hier, lad mal nach. Da geht er da rein. Manchmal, ne? Kann ich jetzt mal nicht lesen, aber es war irgendwie so ein, so ein Eintopfkram, ne? Was war das? Ist das Penner-Eintopf? Jo. Oh, haben wir die schon an? Das weiß ich gerade nicht. Also diese komische Jacke kannst du behalten hier. Oh, hier geht's hoch. Ich will mal gerade gucken, haben wir so welche schon an? Können wir die schon an? Jo, können wir verkaufen. So, hoch hier. Moin! Wo denn? Tschüsschen! Da ist ja noch einer. Da war einer. Alter. Ah, hier mein Bester. Ich bin hier. Ey, wir schlagen. Ach so, du willst mir das zeigen. Das Täschchen ist da drin. Das ist aber nett. Das ist aber sehr zuvorkommend, mein Freund. Ich nehme die schon mit. Du brauchst es nicht festhalten. Dankeschön. So, wunderbar. Mensch, das ging ja schneller, als ich dachte. Brauche ich nicht. Ich brauche jetzt bestimmt gleich... Hallo, das Teil hier. Erstmal machen wir hier auf. Hingeguckt. Oh, hier haben wir wieder was gefunden. Das können wir verkaufen. Und hier haben wir...
Der glückliche Sammler Band 6. Sammler Band 6 Nahrung. Das einzige Fastfood heutzutage kommt aus Dosen. Mit diesem Tipp wirst du noch ein bisschen mehr davon auftreiben können. Finde mehr Nahrung in Beute. Sehr schön. Den nutzen wir natürlich auch gleich. Was haben wir hier Schönes? Ja, nehmen wir auch mit. Hier hingeguckt. Verkaufen wir wieder. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Das sagen wir doch nicht nein zur Munition. Hier, Shotgun ist hier. Auf da. Das verkaufe ich auch immer. Ich weiß auch nicht. Brauche ich nicht. Findest du so viel Zeug? Zur Not kaufe ich. Ich habe übrigens das Ding gekauft. Hier, guck mal. Der Dreier von dem, ne? Wir hatten ja vorhin einer. Ich habe gedacht, komm her, wenn der Händler es schon hat. Kaufen wir es. Wenn wir sonst nichts haben, aber das gönnen wir uns. Dann nehme ich auch mal mit. Fall der Fälle. So, hier ging es doch jetzt hier. Sind wir hergekommen. Mach mal auf hier. Mach auf die Bude. Der steht da hier. Guck mal. Ja, ich punkte nicht so schieße. Hey. Immer langsam. Blöder Hund, Alter. Oh. Was ist denn hier los jetzt auf einmal? Wo kommt ihr denn alle her? Wo kommt ihr denn alle her? Ich mache hier einen so ganz lässig, weißt du? Kriege ich gleich eine vor den Latz. Selber schuld. Geht's da weiter dahinter? Nee. Das war auch ein trauriges Eckchen, wo sie dich hier eingesperrt haben, Junge. Ist ja da so rausfällt, das ist gar kein Wunder. Ach, guck mal an. Aha. Gehen wir gleich mal runter. Was haben wir denn hier Schönes? Ey! Hallo! Ja, dich glaube ich, dass sie dich hier unten hingesetzt haben, so wie du aussiehst. Dich hätte ich auch hier unten gehalten, ehrlich mal. Was ist denn das hier für eine Bude, Alter? Mal hier hoch. Habe ich nicht eine Fackel? Hier tausche mal das mit dem Holzbogen. Den kann ich eigentlich auch mal zur Halme lassen. Den nutze ich auch so gut wie nie. Oh, mal hier. Ist eine Lampe? Und auch Wasser jetzt wieder an, ne? Ist auch so geil. Was soll mir die Lampe jetzt sagen hier, dass ich da oben muss oder was? Ja, nehmen wir mit. Ach, hier wäre ich reingeklatscht. Guck, Quatsch, da wäre ich reingefallen. Und dann geh mal nach da, junge Mann. Ne? So, komm raus hier. Okay. Naja, gut, haben sie den hässlichen Verwandten hier, die bucklige Verwandtschaft, unten abgesetzt, weißt du, im Keller. Oder was heißt im Keller? Ohne Maus. Das ist auch traurig. Ach, ey, hier, guck mal. Er kloppt hier schon wie ein Wilder rum. Guck mal, das alles hierfür. Alles umsonst. So, es ist soweit. Hier ist ganz cool, ihr seht schon oben am Symbol. Habt ihr wahrscheinlich schon längst gemerkt. Aber ich hab's. Loh. Unser Moped, unser großes, schönes Motorrad. Ich habe nämlich gleich das große gebaut. Sieht doch ziemlich geil aus, das Biest. Da, wo du drauf sitzt. Nacht hier. Der Junge, hä? Oh. Oh, der Halbstarke hier. Junge. Es ist so geil. Endlich geht das alles zügiger voran. Ordentlich Platz haben wir auch zum Laden und so weiter und so fort. Finde ich einfach genial, ne? Definitiv. So, guck mal da. Können wir auch schön hier rumheizen. Immer Vollgas, ne? Sind ja nur wir unterwegs, fährt ja sonst keiner. Das ist ja das Schöne. Das heißt, wir werden mal gucken, ob ich hier aber wirklich ab und zu mal Säure rauskriege. Laut diesem komischen Buch da. Komm, bauen wir ab den Mist. Benzin brauchen wir. Was ist denn jetzt? Ach so. Überladen. Nee, das brauche ich doch gar nicht. Das mach weg. Das kannst du dir auch gönnen, ausnahmsweise. Guten Tag ab. Das haben wir weggeschmissen. Öl. Und? Nee. Mein Freund. Was ist denn hier noch alles? Mechanische Teile nehmen wir da mit. Rahmen. Nö. Eisenrohr brauche ich jetzt auch nicht. Schrauben, doch, das brauche ich alles. Was lasse ich denn hier? Lumpen haben wir genug von. Jetzt muss ich gucken. Nein! Oh, Mensch. Mach doch mal hier jetzt. So. Schraubenfeder nehme ich mit. Schraubenfeder nehme ich mit. Und dann hat man doch noch diese Röhre. Hier sind noch die Rohre. Und sind das mit? Manchmal. Habe ich hier Dings gekriegt? Nö. Na gut. Weiter geht's. Erstmal hier zur Tante fahren. Noch haben wir die Chance. Oh, guck mal hier, die Schule, da will ich auch hin hier. Highschool. Ja. So, wo kann ich denn herfahren? Hier? Lass mal gucken, dass wir das noch abgeben. Na, 40, das wird ein knappes Ding. So, komm, mein Freund. Hier um die Ecke gepaced, jawohl. Es ist so geil, ne? Es ist so genial, wenn du da zum Motorrad hast und schneller von links nach rechts kommst. Ey, einfach nur geil. Good Moin. job. Ja, I knew you klar. could do it. Ja, hier, die nehme ich. Würde ich nehmen, aber die wird gleich hier irgendwo rumliegen, wenn die es überhaupt. Nee, noch nicht mal gekriegt habe ich die hier. Ah, doch, hat die Plätze getauscht, ne? Jawohl. Guck mal, ich habe zufälligerweise eine Eisenspitzhacke gekauft. Ja, hat mich rausgeschmissen. Das Biest, hast du gesehen?
Da wollen Sie schön verscherbeln hier. Hat sie gesagt, nix da, mein Freund. Guck mal, macht sie schon 10 vor zu hier, habe ich gesehen. Was soll denn das? Sie meint es aber nicht so gut mit mir hier. Schmeißt sie mich einfach aus da? Das gibt's doch nicht. Jetzt so ehrlich, ey. Frecher geht's ja kaum. Manometer. Komm, wir zischen jetzt erstmal heim. 22 Uhr. Optimal. Laden schnell aus. Und dann geht's weiter. Immer weiter. Hier rumgezischt. So, unser Häuschen da hinten. Guck mal, hier. Guck mal, ich hab ein Moped. Guck mal. Bäm, Junge. So. Ach, wie schnell man echt von A nach B kommt. Es ist so genial. Ich freue mich richtig. Ich freue mich richtig. Endlich. Nimm mir hier mit diesem Fahrrad und auf der Ausdauer achten. So, setz dich auf das Moped drauf. Fährst ein bisschen schön gemütlich da rum. Weißt du? Hier musst du halt als Vollgas fahren. Kannst du sagen, hier, guck mal, ich fahre hier. Und bist trotzdem noch schneller wie mit dem Fahrrad. Ist einfach geil. Guck, fährst hier so gemütlich. Hier, mein Zömpchen vielleicht irgendwo. Hat das Ding eigentlich erlicht? Tatsächlich. Das habe ich noch nie angemacht. Das ist ja richtig geil. Guck mal jetzt hier. Jetzt können wir aber auftrumpfen hier. Jetzt sind wir aber der coolsten von allen. Naja, wir haben kein Fahrrad mehr, ihr kleinen Zombies. Wir haben jetzt Motorrad. Ist ja jetzt cool. So, fahr hier hoch. Jawohl. 99%, na gut. Wenn man überall vorfährt, dann geht es auch irgendwann mal kaputt, ne? Alter, aber wie schnell ich jetzt hier bin. Wie geil. Hui. Die Schreierin, die treibt sich auch immer noch hier rum, wie so ein Döfchen, ehrlich. Das geht mir auf den Sack. Badeweib da. So, mach Licht aus. So. Ach, herrlich, herrlich. So, hier hin. Dann gehen wir mal kurz darüber. Ach, geil, ehrlich. Jetzt mit diesem Ding da rumschießen, ne? Oh, das macht so Bock, ehrlich. Du bist so schnell. Wenn ich überlege, dass ich da mit dem Fahrrad eins rumkrebse. Oh, hier ist ja offen. Ich dachte, offene Tür, hä? Ja, die sollen sich ruhig angucken, wo sie reinlaufen. Mach mal zu. So, du kannst mit hier rein. Nicht lang rummachen. Weiter geht die wilde Fahrt. Ich will mich ein bisschen Gebiete hier durchcampen. Und Motorräder abbauen, ja. Und Autos abbauen. Und Dings zu bekommen hier, die Säure. Weil die Chemiestation jetzt auf unserem Plan steht. Hier brauchen wir. Guck mal, ich habe Motorrad. Komm mal hier. Komm mal her hier. Elfriede. Ja, ich bin hier. Komm mal her. Hey, ich soll dich hauen, nicht du mich. So. Jetzt Motorrad. Weiter geht's. 88%. Ich darf jetzt also auf dem Gas stehen hier. Lass uns mal hier hinten gucken, ob wir hier, wenn wir hier was abbauen. Hier, da gehe ich da eh nicht mehr dran an die Karren. Bleib mal stehen. Ist hier jemand? Gerade nicht. Den. Bitte, 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 Säure. Komm schon. Was ist jetzt los, Alter? Oh, scheiße, das ganze Ding da rum. Oh, ein Motor. Cool. Säure aber auch noch. Säure auch geil. Komm schon. Säure, Säure, Säure. Ach, Mann. Keine Säure dabei gewesen, ne? Ich denke, die soll ich jetzt kriegen. Mach ich weiter. Kriegen die Säure noch? Schön mit dem Moped hier rumschießen können. Mann, ihr bist ruckzuck weg, ne? Das ist so geil. Wirklich, richtig geil. Warum ist denn das hier eigentlich zu? Seit wann denn das? Alles nicht mal offen. Ach ne, ich bin hier reingegangen, okay. So, weiter geht's, weiter geht's. Wollen wir den auch abbauen da? Vielleicht kriegen wir ja da Säure hier von diesem komischen Versorgungswagen. Was ist hier? Technikerwagen. Hab ich noch hingeguckt? Da habe ich noch gar nicht reingeguckt. Guck mal an. Sag mal her. Das kannst du behalten. Nö. Da habe ich voll über den Tisch gezogen. Ich habe zwar hier Motoren jetzt hier, wie ein großer. Aber Säure nix. Alter, das ist doch gemein. Ich wurde verarscht. Ich weiß auch nicht, bei welchem Händler ich das gekauft habe, ey. Das ist natürlich traurig, ne? Komm, wir schießen mal hier zwischendrin rum. Guck mal, hier ist auch eine Karre, die könnten wir auch nochmal versuchen. Und dann fahren wir nochmal heim, laden nochmal aus. So. Irgendwo kloppen können wir uns ja auch nochmal. Ey, das gibt's doch nicht. Ich denke, ich soll Säure finden können. Diesen ganzen Kram, den habe ich zu Genüge. Rastest du dann so aus auf einmal? Benzinchen ist ja alles schön und gut und Kühler und so ein Mist, aber Säure? Nee. Glaube ich nicht. Die brauchst du ja, um die Reifen herzustellen, ne? Oder kann ich die an der Chemiestation dann bauen? Naja, ich brauche ja trotzdem erstmal 3 Stück, ne? Also 5 Stück insgesamt. So, jetzt machen wir mal hier einen dicken Maxe. Pass auf jetzt.
Moped hier ganz lässig hingestellt. Interessiert mal so gar keinen. Ach du Scheiße, ist das traurig, ehrlich. Ja, dafür baue ich das Auto jetzt endlich mal weg. Steh in den Weg. Was passiert denn eigentlich, wenn man den Hydranten hier bearbeitet? Oh, du kannst, baust du auch so ab, oder was? Ja, theoretisch gesehen müsste jetzt hier... Na gut. Ja, genau so habe ich, mir das dann vorgestellt. Exakt so. Komm, Taschen müssen wir leer machen. Ab nach Hause. Könnte man eigentlich auch mal reinmarschieren in so ein Gebäude, ne? Aber ich denke mal, wir fahren vielleicht jetzt die nächste rüber in der Wüste. Weil jetzt hier mit dem Teil ist das ja schnell gemacht, ne? Und dann holen wir uns Dings herbei. Was ist denn hier für eine Aktion? Ah, hier habe ich auch noch was offen. Das wusste ich gar nicht. Da soll ich mich vielleicht mal um die Aufgabe kümmern. Jetzt weiß ich ja, warum der Typ hier keine Dings mehr hat. Für mich keine Aufgaben hier vorne. Weil ich die immer noch offen habe. Ich doch nicht. Ich krieg doch nichts mit hier. So, komm. Ab heim. Und dann fahren wir, ja, könnte man eigentlich machen, ne? Die nächste Runde, dass wir da schön uns im Dings hier rumtreiben. In der Wüstenecke. Ja, so machen wir es auch. Würde ich sagen, ne? Machen wir die nächste Runde, fahren wir in die Wüste. Ja, das könnte man eigentlich machen. Holen wir uns Ölschieferchen ran. Das Moped haben wir ja jetzt. So, das machen wir auch so. Oh, jetzt geht's aber ab hier. Hier, meine Freundin ist da. Hörst du, wie sie schon wieder rumschreit? Bist du dann? Hallo? Kommen Sie mal da raus? Das für ein Verhalten. Hüpft sie selbstverständlich in die Bude rein. Aber du spinnst. Hast du jetzt die anderen herbeigerufen? Nö, ne? Ne. Das sieht gut aus. So, alles klar. Wir sind am Ende der Runde, ihr lieben Mäuse. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Und über einen Daumen nach oben würde ich mich auch freuen. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns dann hier. Bis dahin und tschüss.